darfst du gleich singen. Egal, ist nicht so schlimm. Hallo und herzlich willkommen zu Moon Talk Nummer 129. Ihr habt das gerade schon mitbekommen, ich bin offensichtlich nicht allein, denn Bonz ist back. Jawohl, the Bonz is back on track. Ja, herrlich, das habe ich gut gesagt, oder? Ist das nicht schön? Ja, ich bin wieder froh, dabei zu sein. Wenn ich dabei bin, das weiß ja jetzt jeder Fan, dann handelt es sich natürlich nur um Total Nonstop Action Wrestling. Oder um einen der großen vier WWE-Pay-Per-Views. Oder um eine Special-Ausgabe von Montag. Oder wenn der andere keine Zeit so breit hat. Hier. Also eigentlich bin ich dann doch immer wieder dabei. Ja, und gerne auch dabei. Ja. Aber es soll ja bald Veränderungen geben im Team von Moon Talk. Richtig. Habe ich gehört. Hast du gehört. Das ist gut, dass du das schon gehört hast. Das freut mich. Das ist sehr hilfreich. Ja, es steht die WrestleMania von TNA an. Bound for Glory 3 ist das Stichwort. Und die Card reißt mich nicht so vom Hocker. Die Card ist absolut großartig. Selten so eine Card gesehen von Total Nonstop Action Wrestling. Wir haben so viele Battle Royals, Geld von denen. So viele Battle Royals und Tag Team Matches dabei. Toll. Und Matches mit Ex-WWE-Workern, die sich nicht mehr bewegen können. Das ist eine grandiose Card von Total Nonstop Action Wrestling, muss man sagen. Ja. Endlich sehe ich Dustin Rhodes und Raven wieder zusammen in einem Ring. Was will man denn mehr als Wrestling-Fan? Hast du schon bei Impact gesehen? Ja, dass ich das beim Pay-Per-View nochmal. Das ist ja toll. Das ist der absolute Hammer. Also, da alles doppelt und dreifach geboten kriegt. Das ist der Sinn des neuen 2-Stunden-Konzepts. Ja, muss man mal sagen. Man kann jetzt auch mal ein bisschen auf das Debüt von Impact eingehen, ja. Was ja jetzt 2 Stunden läuft. Und ich muss persönlich sagen, also es ist schon sehr angenehm, dass TNA jetzt 2 Stunden hat. Selbst ein Sonjay Dutt kriegt jetzt mal Airtime, indem er mit Don West Backstage sitzt und ein bisschen Buddha anbetet. Und Don West ist wirklich wieder schafft, der absolut schlecht angezogenste Mann im US-Fernsehen zu sein, glaube ich. Ja, aber sowas ähnliches gab es ja früher auch schon mit Paparazzi und sowas. Das waren ja ähnliche Comedy-Segmente. Ja, aber ich meine, aber die war nicht so schlecht angezogen wie Don West. Nee, das stimmt. Und irgendwie wirkt das teilweise nicht so wirklich... Doch, als die ganzen X-Division-Leute die alten Gimmicks von Kevin Nash auftragen mussten. Ja, aber da... Ja, okay, vielleicht. Aber wie Don West, naja, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht führe ich ja bei den Year End Awards 2007 bei TNFans.de die Kategorie schlecht angezogenster Wrestler ein. Ja, gut. Ich sehe da Don West ganz weit oben. Das ist vielleicht auch die einzige Kategorie, die er gewinnen könnte. Aber wie gesagt, ich wollte sagen, die Sendungen wirken ein wenig unstrukturiert. Also fällt zwar positiv auf, die Matches gehen länger und doch alles schön und gut. Aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, es könnte jetzt was Außergewöhnliches passieren, sage ich mal. Das irgendwie muss ich teilweise sagen, dass die 45-Minuten-Shows mich mehr mitgerissen haben. Also mehr so Total Nonstop-Action waren. Ja, das Problem habe ich mit den Weekly-Shows von der WWE ehrlich gesagt nicht. Ich freue mich immer auf die Raw-Ausgabe nach einem WWE-Pay-Per-View, aber ich freue mich jetzt nicht auf die Impact-Ausgabe nach einem TNA-Pay-Per-View. Das kann ich nun nicht gerade behaupten. Ja, natürlich. Ist natürlich immer die Frage, was bei dem Pay-Per-View denn auch passiert, sage ich mal, ne? Vielleicht, wenn jetzt bei Bound for Glory irgendwas Großartiges passiert, zum Beispiel, wenn ein Debüt anstehen sollte oder ähnliches, dann freut man sich vielleicht eher, oh, was wird er denn sagen bei Impact, aber... Ja, wird natürlich sein diesmal. Ja, wird das sein? Ja. Ja? Oder bin ich mal gespannt, wen du da dann tippst. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie sich TNA Impact entwickeln wird. Wie gesagt, positiv ist es ohne Frage, dass Impact jetzt 2 Stunden hat. Aber da muss noch ein bisschen mehr gehen. Also, weil, weiß ich nicht, irgendwie... Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Main Events jetzt mich nicht so vom Hocker gehauen haben. Ich sag mal so gut, das 8-Man-Tag-Team-Match war ganz okay, das 6-Man-Tag-Team-Match ging auch noch, aber... Es sind halt nicht so die Matches, die ich sehen will. Ich meine, TNA hat uns Pay-Per-View-würdige Matches versprochen, sag ich mal. Und die habe ich noch nicht gesehen bei Impact. Und auch die Storyline-Entwicklung sieht jetzt nicht so, dass ich sage, okay, oh mein Gott, jetzt kriegt selbst der größte Undercard-Wrestler mal eine Feder oder so. Ja, Johnny Devine. Ja, hat man ein Match gehabt. Hat man ein Match gehabt. Unglaublich, ich hätte auch nicht mehr gedacht, dass ich das nochmal sehe. Genauso wie Petey Williams, der es aber auf einmal wieder geholt wird. Gibt's Explosion eigentlich, ne? Explosion gibt es, glaube ich, zumindest... Außer bei der DBA.
Vielleicht waren ein paar Lokalsender, ich weiß es nicht. Zumindest werden immer noch Explosion-Matches getaped, sage ich mal. Von daher gehe ich aus, dass es Explosion noch gibt. Die Matches werden ja immer bei TNA Today gezeigt. Der Nummer 1 Sendung auf YouTube übrigens. Ja, ist das nicht sogar die am häufigsten gesehene regelmäßige Richtig. Show überhaupt? Definitiv. Ja. Eva Herrmann wäre zwar knapp rangekommen an TNA Today, muss das ich ja sagen. Nicht regelmäßig. Richtig, nicht regelmäßig, obwohl das auch noch sein kann. Wenn Eva Herrmann jetzt irgendwann wieder eingeladen wird, fliegt vielleicht auch regelmäßig irgendwo raus. So ja. Unverständlich, wie das auch sein mag. Kriegt jetzt immer, wenn sie irgendwo auftaucht, kriegt sie unten rechts dann so einen kleinen 5-Minuten-Counter oder so. Danach muss sie dann immer gehen. Genau. Aber dieser Selbstdarsteller Johannes B. Kerner regt mich ja wahnsinnig auf, ne? Wollen wir das jetzt hier Stadtbauen for Glory breit diskutieren, oder wie? Es wäre vielleicht mindestens genauso interessant und genauso aktuell auf jeden Fall. Ganz Deutschland natürlich. Diskutiert über Eva Herrmann. War die Frau Stadtbauen jemals, for Glory. War die Frau jemals schon so over? Ich finde, das ist fast die beste, das beste weibliche Heel im deutschen Fernsehen ja. geworden. Ja, obwohl man, wie gesagt, einige Sympathisanten hat sie ja trotzdem. Muss man sagen. Ja, ist aber bei jedem Heel so. Ja, klar. Ja, und ich würde übrigens gerne mal JBK ist quasi der JB von vom ZDF. Richtig, aber da fällt mir der Original JB besser als der JB vom ZDF. Gut. Das wäre auch mal lustig. Jeremy Borsch interviewt Eva Herrmann? Viel besser würde ich es aber Was finden. Was soll denn dabei rauskommen? Puh, weiß es nicht. Aber viel besser wäre, wenn Eva Herrmann zu einer neuen Interviewshow von Christian Cage kommt. Das mit AJ. Das wäre auch mal was. Die Frage ist, wie sieht das Set dann aus? Stimmt, das ist ja immer themenbezogen. Auf den entsprechenden Gast. Ich könnte mir da schon was vorstellen, wie das aussieht, aber ich möchte das jetzt auch nicht verraten. Das soll sich Christian Cage schon selber ausdenken. Eine Autobahn. Zum Beispiel. Ja. Autobahn geht nicht. Bist du auch der Meinung, ne? Autobahn sollte man... Autobahn geht nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man das Wort überhaupt noch nennt. Also ich persönlich fühle mich sofort an die Zeit vor über 60 Jahren erinnert und ich finde sowieso seit meiner Geburt schon, dass dieses ich glaub, Wort... Davon müsste es T-Shirts geben. Ja. Von dem Spruch von Johannes B. Kerner. Autobahn geht nicht. Autobahn geht nicht. Wenn das jemand drucken möchte, dann soll er das bitte tun. Das wäre doch mal eine Moontalk-Shirt-Idee. Einfach mal Moontalk vorne drauf, unser Namen da unter und hinten ja. Autobahn geht nicht. Ja. Also ich find's großartig. Das gleiche im Fall die Jaga. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Die Jaga, der Spieler von den VfL Wolfsburg, wo sich selbst die Politik jetzt eingeschaltet hat, weil der ja ursprünglich für Deutschland spielen sollte gegen Israel, aber er hat ja noch iranisches Blut in seinen Adern und er möchte da nicht spielen, weil halt noch Verwandte von ihm im Iran leben und er Angst hat, dass wenn er gegen Israel spielt, dass die vielleicht ihn irgendwas tun könnten. Ach du liebe Und deshalb Zeit. Hat er da abgelehnt, für Deutschland zu spielen, dieses eine Spiel. Und da ringen sich jetzt alle auf, das geht ja gar nicht und so, dass jemand da politische Gründe Autobahn angibt. Und ja, und vielleicht hätte er über die Autobahn fahren müssen und, ne? Das Dumme ist nur, im Moment in Deutschland, Bahn geht ja auch nicht. Bahn geht ja auch nicht, richtig. Ich habe heute, aber Man heute kann sich gar nicht mehr bewegen. Ich habe heute AD gesehen, also am Hauptbahnhof, Hamburger Hauptbahnhof war eine Frau vom AD. Ich glaube, wir werden alle festgehalten. Das kommt von ganz oben irgendwie. Wie bei den drei Fragezeichen und der bedrohten Ranch. Das ist wie bei der Truman Show. Wir dürfen nicht raus. Ja gut, der konnte sich aber wenigstens noch bewegen. Da ging ja Autobahn. Da ging auch... Sag mal, deine Rebhühner da draußen machen einen ja ganz kirre. Ich kann doch nichts dafür hier. Sag mal, lass doch mal meine Rebhühner Ständig in Ruhe. Ist irgendwas. Mal heiraten welche. Aber Autobahn ging auch nicht immer bei der Truman Show. Der war doch gefangen in seinem Riesenkomplex. Und als er einmal ausbrechen wollte und woanders hinfahren wollte, waren doch irgendwelche Naturkatastrophen und Kernkraftwerke. Okay, er wollte einmal über so eine Brücke fahren, glaube ich. Und dann war da so eine, ja. so eine Feuerwand, ne? Ja. Irgendwie so ja, ganz ja, komisch. Ja. Ja, aber... Ich fände Truman Show cool. Zumindest vom Fleck. Truman Show finde ich cool. Ja, wir können ja mal über die Truman Show diskutieren in einer der nächsten Ausgaben. Das ist mal eine gute Idee, würde ich sagen. Bound for Glory. Noch eine viel bessere Idee. Wollen wir die Card jetzt durchgehen? Bound for Glory, ja. Findet am 14. Oktober 2007 statt. Ja. Das ist eine gute Idee, finde ich, von TNA. Und du möchtest auf Wikipedia irgendwas nachgucken. TNA Wrestling. Ich möchte natürlich nicht auf Wikipedia, aber du hast ja deinen Feuerfuchs so dämlich eingestellt. Ja, ich musste mal was nachgucken. Ich meine, Wikipedia, ich habe da nach Eva Herrmann gegoogelt und da hat er mir gesagt... Das Lustige ist, wenn du irgendwas eingibst bei Google, dann ist sowieso der erste Link von Wikipedia. In 99%. Ja, das stimmt, außer wenn du TNA eingibst. Dann kommt tnfans.de.
Wahrscheinlich. Ich habe Eva Herrmann eingegeben und da stand, meinten sie Nazi, 77%. Was? Ich glaube nicht. Ich glaube, die kommt ja aus dem Klagen sowieso nicht mehr raus. So, TNAWrestling.com hat übrigens auch eine neue Seite, wollte ich auch mal sagen. Was ist das denn? Und Zeugen nach Born for Glory Impact auf Spike TV gibt es übrigens auch noch. Also da gab es richtige Zeugen, die das auch gesehen haben. Außerdem gebunden für die Herrlichkeit, Tickets zu verkaufen. Don't, was steht da? Don't miss it, diesen Sonntag, Atlanta, Georgia. Wo ist denn die Card? Weiß ich nicht, Fernsehen vielleicht, Informationen oder so. Da unten ist JB und redet. Da, Pay-Per-View. Bound for Glory Tickets? Wieso Tickets? Ich will keine Tickets. Ticketmaster, jawohl. Ticketmaster Location. Ich muss vielleicht mal Sound anmachen, dann hören wir uns auch besser. So. Oh, da hören wir Jeremy Borash, der im Hintergrund redet. Nö, den will ich ja nur auch nicht. Ja, dann mach den doch aus. Ich wollte doch nur auf die Card klicken. Oh, wir sehen immer noch Kurt Angle, aber TNA Today, der immer noch den Sohn von Sting so, wirkt. Das ist ja schrecklich. A Bound Blank, das heißt die Seite übrigens. So. Warum willst du denn da die Card gucken? Lass doch das mal mit dem Deutschen übersetzen und lies dir mir lieber, geh mal bitte auf Behringer da oben. Behringer? Behringer. Mann, ist das Internet langsam. Was hast du denn auf einen komischen Anbieter? Das ist einfach, sag ich nicht, das ist ja Werbung jetzt. Und dann geh mal bitte auf James Storm. Ich möchte mir bitte ganz kurz mal die Biografie über James Storm durchlesen. Ich glaube, bei Biografien geht das nicht. Wo ist er denn hier? Da, mein Gott, den Cowboy, den erkennt man auf 10 Metern. Da, Cowboy. Wie kann man nicht anklicken? Das kann doch nicht, gib mal her, das kann doch nicht wahr sein hier. Er wurde deaktiviert. Aber ja. Manche gehen auf jeden Fall. Ich scheine alle deaktiviert zu sein. Ist mir mal aufgefallen, hier geht gar keiner mehr. Ja, weil sie doch jetzt alle freigestellt wurden zu gehen. Ja, da brauchen wir keine Profile. Wir brauchen keine Profile. Oh, das kann schon mal nicht Amazing Kong, kann schon mal nicht Women's Champion werden. Wenn nee, ich wenn Grafik... ich mir das Profil so angucke, könnte Tracy Brooks sein. Auch Gail Kim ist eine Möglichkeit vielleicht. Nee. Also nicht so große Hände. Vielleicht doch noch Trish, wer weiß. Ja, wenn eine Möglichkeit. Egal, würde ich sagen, lass uns einfach mal bitte darauf konzentrieren, den Pay-Per-View. Na gut. Wie gesagt, 14. Oktober, Atlanta, Georgia. Und dritte Ausgabe von Born for Glory. Und ich möchte bitte erstmal deine persönlichen Erinnerungen an Bound for Glory erfahren. Rhino. Das ist im Prinzip schon alles. Rhino. Mhm. Sting. Ah, Sting, ja. Wird NWA Champion mit 47 Jahren. Kannst wiederholen jetzt mit 48. Nee. Dann haben wir natürlich noch, ich erinnere mich an dieses Christian Cage Rhino Match, was ich sehr gut fand. Und auch die Six Sides of Steel. Sowieso, Bound for Glory war letztes Jahr großartig. Besonders das Match Saving gegen Senshi. Einer der Match of the Year Kandidaten im letzten Jahr. War grandios, der Kampf. Oder der Opener. Die Kevin Nash Open Invitational X Division Gauntlet Battle Royal. For the Gold with Hogan and Hall. Ja. Oder so. Richtig, habe ich 5 Sterne gegeben, glaube ich. Ja. Wieso ist denn das jetzt Ticketmaster? Da will ich gar nicht hin. Ist mir doch egal. Lass mal anfangen hier mit den Matches. Fangen wir unten auf der Karte an oder oben? Unten. Unten. Ja. Tag Team Ultimate X-Match. Das Comeback des Ultimate X-Match ist jetzt hier bei Bound for Glory, der Latin American Exchange Homicide und mein Buddy Hernandez gegen Triple X, Senshi und Alex Skipper. Ja, der in einem Nachthemd rauskam bei Impact. Achso, ich dachte schon mal im Pay-Per-View, ich dachte, du hast den schon gesehen. Ja. Und? Ich habe das Preview gesehen. Ach, es gibt ja mal ein Preview vom Pay-Per-View. Es ist alles ein Preview. Was besonders geil fand ich ja, die Gauntlet Battle Royale, das Preview zu Battle Royale. Ja. Was für ein Unsinn. Es gibt bestimmt auch bald ein Match-Preview, damit man weiß, wie Wrestling funktioniert. Das ist aber eine großartige Idee. Für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja, jetzt wollen wir erstmal die X zählen in diesem Match. Eins, zwei, drei. Vier. Vier? Mhm. Ultimate X, Exchange, Triple X und Elix Skipper. Und bei 9 Live wären es noch
drei mehr, weil Triple X ja nochmal drei X'e dazu sind. Also 7x. Du hast recht. Ja. Das wäre ja mal ein Quiz gewesen für die Moontalk-Zuhörer. Stimmt. Schade. Ja, haben wir verspielt. Ja, ist egal. Es hätte aber sowieso keiner angerufen, weil wir die Leitung dicht gemacht hätten und drei Stunden auf den Hot Button gewartet hätten. Richtig. Oder auch sechs Stunden. Ja, dann erzähl doch mal. Was denkst du über diesen grandiosen Kampf? Ich denke darüber, dass LAX gerade face geturnt sind und Triple X gerade erst zurückgekommen sind. Und deshalb ist das Ganze für mich ziemlich ausgeglichen. Ich sehe da jetzt keinen irgendwie, der mehr oder weniger gepusht werden müsste oder könnte. Aber ich tippe hier einfach mal auf LAX, die im Tag-Team-Bereich mehr zu suchen haben als jetzt Triple X, meiner Meinung nach. Weil, ja, gute Frage. Senshi und Elix Skipper, ich sehe da irgendwie mehr die X-Division. So, BFG heißt der ganze Pay-Per-View, JFK und CTB. Oh, die tippst du notiert, du hast LAX getippt. Ja, zum Match kann ich sagen, auf jeden Fall eigentlich eine relativ ordentliche Ansetzung, muss man sagen, auch wenn ich den Aufbau so wenig vermissen lasse, sage ich mal. Triple X hat weiterhin keinerlei Daseinsberechtigung bei TNA, weil das Team wurde aufgelöst bei Turning Point 2004 unter der Voraussetzung, das Verliererteam zwischen Triple X und AMW muss sich endgültig trennen und es darf es nie wieder geben. Wäre man jetzt, hätte man zumindest die Lösung gefunden, dass man jetzt sagen würde, Daniels und Senshi könnten miteinander teamen und Senshi und Skipper, wäre es in Ordnung, aber es gab ja, glaube ich, auch schon die Kombination zwischen Daniels und Skipper. Gab schon alle Kombinationen, oder? Ja, ich glaube auch. Und von daher, wie gesagt, sehe ich es immer noch nicht ein. Es macht einfach keinen Sinn, dass es das Tag-Team gibt. Dennoch sind natürlich Senshi und Skipper zwei gute Wrestler, die besonders in so einem Spot-Match gut zur Geltung kommen. Als Opener, denke ich mal, der Veranstaltung, der wird es wohl werden, eine schöne Geschichte, könnte auch relativ unterhaltsam und gut werden, aber wie gesagt, Aufbau lasse ich hier vermissen und ja, zwei Teams, die ich mir eigentlich eher um den Tag-Team-Titel wünschen würde, aber da stehen ja zwei andere Teams an dem Abend. Wie gesagt, insgesamt in Ordnung, ich tippe auch auf LAX, obwohl ja LAX derzeit zu den Wrestlern gehören sollen, die angeblich TNA verlassen wollen, sollen, dann können. Dann kommt jetzt sogar noch ein 8. X dazu, nämlich Nachmacher X, weil du mir das nachgetippt hast. Aha. So. Dann gibt's ein Fight for the Right Match. Ja, ein Number One Contender Match sozusagen. Ja, ja, und du kannst dir jeglichen möglichen Teilnehmer hier vorstellen, der Battle Royale, und ja, du kannst auf jemanden tippen. Unter anderem auch Kip oder BG James kannst du tippen. Tatsächlich? Definitiv. Das ist aber unrealistisch. Ich tippe hier auf Rob Van Dam. Gut, ich muss dir definitiv recht geben, dass Rob Van Dam die Battle Royale gewinnt, ist logischer, als dass BG James die Battle Royale gewinnt, weil alles ist logischer, als dass BG James überhaupt irgendwas in seinem Leben gewinnt. Aber ich merke ganz klar, du möchtest definitiv immer Tipps machen, die nur drei Buchstaben haben. Ist das richtig? Ja. LAX, AVD. Mhm. Ich tippe hier in diesem Match eigentlich auf den Cowboy! Musste ich bringen. Gab's ja letzte Sendung nicht. Aber ich tippe jetzt hier in diesem Fall. Ich hab doch den Cowboy gerade gesagt. Ich hätte mich verschlucken können, aber auch egal. Und der war ja der Runner-up gegen Eric Young. Ich tippe jetzt hier auf Robert Root. Darauf gehe ich später weiter ein. Robert Root wird neuer. Meinst du den Robert Root, der gerade in einer Midcard-Fehde gegen Cass steckt? Definitiv richtig, ja. Wer soll denn sonst gewinnen? Rikishi? Oh, Junior Fatu meine ich. Natürlich wäre der Cowboy auch noch eine richtig gute Variante. Der hat es ja bereits geschafft ins Finale gegen Eric Young, damit er sich hinlegen durfte. Gegen diesen, ja. Ich tippe hier auf Root. Wenn Storm ist, mag ich aus. Storm ist übrigens ja auch auf den nächsten Pay-Per-View-Poster drauf, bei Genesis. Ja? Ja. Och nö. Gibt es da etwa Storm gegen Sting? Nein. Aber fairerweise muss man dazu sagen, dass auf dem Poster A New Breed oder so steht und ebenfalls auch noch Joe, AJ, LAX. Engel bleibt Champion und Robert Root muss bei Genesis gegen AVD ran, ist doch völlig klar. Alles klar. AVD gegen Sting bereits bei Genesis kann man sich dann jetzt schon Nein, mal... Nein, noch nicht Sting. Ach, gegen Engel. Kann man sich dann schon mal ordern jetzt den Pay-Per-View, JFK hat's gesagt. So, gut, dann kommen wir hier zur Damen-Battle Royale, ne? Freust du dich auf die Damen-Division von TNA? Durchaus. Ich
finde die nicht so stark wie die WWE Women's Division, aber darüber haben wir ja im Free For Us schon ein bisschen diskutiert. Und ich stelle gerade fest, dass ich den Namen von ODB fast richtig geraten habe. Ich habe nämlich gesagt Old Dirty Bitch und sie heißt ja fast so ähnlich. One Dirty Bitch. Ich kannte den Namen vorher nicht. Tja, da kann man mal sehen. Aber was ich nicht fair finde, dass du die Women's Division von TNA bereits im Vorfeld kritisierst und sagst, die wäre schlechter als die WWE Division. Vom Teilnehmerfeld natürlich. Vom Teilnehmerfeld ist das kompletter Schwachsinn, was du da redest. Natürlich. Wen hast du denn bei der WWE? Du hast Mickie James, hast Victoria und Beth Phoenix. Und jetzt kommen wir nicht an mit Candice Michelle. Candice Michelle ist sicherlich ordentlich, aber du kannst mir nicht sagen, dass Candice Michelle besser ist als der Tracy Brooks. Die sind auf einem Level. Nee. Doch, definitiv. Nee, ist mir scheißegal. Das tut mir leid. Guck dir Tracy Brooks irgendwann mal in einem Singles-Match an. Oder hier, wen hast du noch gesagt? Tori Wilson. Die kann sich seit Jahren nicht bewegen, nur weil sie mit Victoria mal eine gute Gegnerin hat. Jetzt kann sie plötzlich was. Ja, jetzt kann sie plötzlich was. Was weiß ich, was sie gemacht hat. Hat sie von Kidman getrennt oder was weiß ich. Der konnte auch in den Shooting Star Press richtig springen. Vielleicht hat das geholfen. So ein Quatsch. Was redest du denn hier? Kidman hat... hat teilweise bei SmackDown später ein Gimmick gehabt, dass er die Shooting Star Press nicht mehr springen wollte. Und das hatte ja einen wahren Hintergrund, weil er sie immer abgefuckt hat. Kidman Jones. Kidman meine ich jetzt, ne? Billy Kidman. Der jetzt, ja, glaube ich, irgendwie ein Sonnenstudio betreibt oder so. Ach, er glaube ich auch wieder aktiv ist beim Wrestling. Nehmen wir noch auf. Sehr gut, das ist alles hier drauf. Das ist ja furchtbar. Na, aber komm, du hast Christy Hemme, okay. Das ist Kaliber Tori Wilson. Christy Hemme ist ein Eidechsen-Vamp und möchte ich nicht. So. Aber auf dem gleichen Level wie Tori Wilson. Nee. Doch. Lass dich überzeugen. Ja, nicht, okay, ich nicht, warte ab. Nicht bei du siehst Christy Hemme bei WrestleMania gegen Trish. Was ja eigentlich auch die einzige Match-Erfahrung von Christy Hemme war, an die sich jeder Mainstream-Fan erinnern kann, sage ich mal. Das stimmt, ja. Geht mir genauso, aber ich habe gehört, Christy Hemme soll sich verbessert haben, haben wir sogar dann einige... Dann hat er sich, glaube ich, nochmal einen Nagel abgebrochen oder so. Ja. Das war dann auch eine Fehde. Kann sein. Ich weiß es nicht, ja, wahrscheinlich. Gail Kim, meiner Meinung nach auf jeden Fall auf einem Level mit den ganzen Guten der WWE-Damen. Absolut amazing, die Frau. Miss Brooks, wie gesagt, ist eine Candice Michelle. Jackie Moore, absolut underrated, die Dame, obwohl ich sie nicht mag, aber... Roxy Laveau kann ich noch nicht wirklich zu was sagen. Doch, sie ist stark. Findest du stark? Ja, die sieht zwar aus wie so eine abgemagerte Drogen... Das Wort möchte ich jetzt nicht sagen. Aber... Ja, ist interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel wiegt die? 25 Kilo? Irgendwie sowas, ja. Also dafür kann die schon einiges zeigen, durchaus. Die hat das zu wenig auf den Rippen, was WKM zu viel hat. Von daher gleichen sie sich gut aus. Es kann natürlich auch sein, dass es täuscht. So. One Dirty Bitch ist da noch dabei. Kann keiner was zu sagen. Shelly Martinez muss man nochmal sagen. Du das hast ist Ariel doch, vergessen, ja, wollte ich gerade sagen. Ist nämlich Ariel und die haben wir die schon im Ring gesehen bei der WWE? Wenn, dann bei ECW bestimmt, in irgendwelchen Mixtags oder sowas. Ja, kann ich nichts zu sagen, habe ich nie gesehen. Aber eigentlich hat die sich immer nur kopfüber irgendwo hingehängt und... Und kann er nicht schlecht Kevin sein. Thorn im Ring war. Kannst du jetzt schon sagen, dass One Dirty Bitch schlechter ist als Candice Dirty Bitch? Ja, wie kannst du dann überhaupt sagen, dass die WWE Women's Division besser ist als die TNA Women's Division? Im Vorfeld! Nur weil ich da ein, zwei Namen nicht kenne... Dann zähl mal bitte deine guten WWE-Diven auf. Hast du doch vorhin schon. Wir kamen auf 5, glaube ich, ne? Wenn du mit Tori tatsächlich mitzählst. Das so, und hier haben wir Gail Kim. Ja. Jackie Moore, Roxy Laveau. Und wen nehmen wir da denn noch? Bitte? The Amazing Kong! Ja, da sind wir noch nicht. Ach so. Gehen wir mal der Reihe nach. The Amazing Red. Ich hoffe, Jeremy Borrow schlagt das Match an. Ich hab's geliebt, ey. The Amazing Kong. Ja, ich freue mich schon wieder auf den Main Event. Ja. The Man They Called Sting. Oder so. Dann Talia Madison oder so. Halt, wer ist Angel Williams? Das ist, glaube ich, eine Workerin, die bei Ohio Valley Wrestling mal angestellt war, aber dort aber gefeuert wurde oder freiwillig gegangen ist, weil ihre Mutter irgendwelche Zahlungsschwierigkeiten hatte, sich deshalb Robert Root anschließen muss. Ach nee, das war Tracy Brooks, glaube ich jetzt. Zumindest Angel Williams ist angeblich ganz okay, habe ich gehört.
Aha. Zumindest gehen die Leute im Internet ab wie Pommes auf die Frau, genauso wie bei The Amazing Kong. Und deshalb glaube ich mal, das wird. Thalia Madison ist arbeitet in der Buchhandlung übrigens. Oh, irgendjemand musste den ja bringen, ne? Ich wollte Erste sein. Und dann The Amazing Kong. Das ist eine Hammerfrau, oder? Was weiß man über Thalia Madison? Nichts. Okay. Also ich weiß nichts. Dann ist sie bestimmt besser als Tori Wilson. Definitiv. Ich meine, jeder ist besser als Tori Wilson, wenn man nicht kennt. Du bist so ein Ignorant. Ey, Tori Wilson hat in den letzten Jahren nichts gerissen, ey. Nur weil sie vielleicht mal ein ordentliches Match hat, hat das nichts zu bedeuten. Da hat sicher selbst Stephanie McMahon noch vor ihr. Oh ja, die ist so süß. Müsstest du normalerweise sagen, hätten wir 1999. So. 99, ja. Ah, oh, fuck, ich hab einen Krampf im Fuß. Die wird hier schon vor 6 Jahren. Und ist ein Cruiserweight. Was machst du denn hier? Ah, oh, ich hab einen Krampf im Fuß. Ohne Scheiße. Bewarb sich 2007 erfolglos bei der WWE Divas Search. Okay, ich nehme alles zurück, weil selbst bei Divas Search nicht durchkommt. Liiert mit Gregory Helms? Oh. Sollte der da möglicherweise auch auftauchen bei Bound for Glory? Nein. Zumindest scheint sie recht erfolgreich zu sein. Ja, und hat ist immerhin, Bound for Gregory. Hat immerhin schon mit Daphne geteamt und hat auch schon April Hunter besiegt. Aha. Ja, also auf jeden Fall eine Hammerfrau wahrscheinlich, denke ich mal. Und, ja. Gut, jetzt haben wir alle Damen durch, würde ich sagen, ne? Nein. Amazing Kong ja noch nicht. The Amazing Kong ist so der absolute Hammer. Ja, als ich die Frau gesehen habe, ey, ganz ehrlich, ja. Ne? Ich meine, ich stehe ja natürlich klar. Also ich stehe da habe ich gedacht, hier, ne? Guck mal, Mark Henry hat doch nicht verlängert bei der WWE. Ja, nee, aber jetzt mal ganz ohne, ne, Scheiß. Das ist doch mal was man sehen möchte als Zuschauer. Also ich meine jetzt nicht um TNA zu sehen, also nicht für Tits and Asses. Aber jetzt mal als Charakter in der Women's Division absolut mal was anderes. Wann hatte die WWE bitte zuletzt so einen Charakter? Jetzt wenn man Mae Young und Fabulous Fabs, nee, wie heißt die, Fabulous Moolah abzieht. Wenn man die jetzt abzieht, meine ich. Ja. Ne? Amazing Kong ist einfach der Hammer. Die ist groß, breit, hässlich, dick. Schwarz. Schwarz. Ja, Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, ja. Hm. Also Art. Und es war Goldberg kommt doch noch zu TNA. Aber das ist endlich mal ein Monster. Und ich deshalb tippe hier auf The Amazing Kong als erster TNA World Heavyweights Women's Ladies Knockout Champion. Ja, gut. Ich tippe hier auf Roxy Laveau. Tja, wenn's ihre Männer schon nicht richten, muss die Dame mal richtig. So, Roxy hat leider 5 Buchstaben und wir haben schon wieder 2 X's drin, glaube ich, ne? Ja. Roxy, nicht zu verwechseln mit der Dame aus England. Und ich tippe auf Kong. King Kong. Mao Zedong, King Kong. So. Du hast doch schon wieder zu viel Zucker, Hintos. Meine Nase läuft. Ich fange sie mal lieber ein. Monster Sports Match. Du bist so aufgedreht. Jetzt willst du hier Two oder Three Falls Tables Match weglassen. Ich wollte die unwichtigen Matches weglassen. Ich weiß, ich hätte gleich Main Event anfangen können. Also sowas. Ja, ihr Tables Match von mir ist erstmal. Sag du mal was dazu. Du bist auch ein großer Fan von beiden Teams. Besonders Scott Steiner magst du doch sehr. Scott Steiner finde ich unglaublich toll, ja. Den könntest du stundenlang zuhören, habe ich mal gehört. Man kann ihm zuhören, man versteht's nur nicht. Na, benutzt du Softies? Das passt. Ich benutze Softies. Ja. Ja, hallo. Ja, Tour of Three Falls Tables Match. Ja, was sagst du denn dazu? Du musst doch eine Meinung haben zu der grandiosen Fehde, die sich jemand über einige Monate schon erstreckt. Richtig, also Scott Steiner hat eine ganz große Narbe. Und die haben, also Team 3D jetzt, die haben ihn mit einen Stuhl auf den Hals gehauen. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Das Ding ist, ich habe gerade die Nase ausgeschnaubt und ich habe so einen Druck auf dem Ohren. Ich höre dich so schlecht. Das kommt dir nur so vor. Da musst du von meinen Lippen ablesen. Das geht auch nicht, ist das Headset davor. Oh. Ha, du hast mich doch gehört. So, ich tippe hier natürlich auf die Steiner Brothers. Ist doch völlig klar. Zum einen ist es ein Tables-Match.
Das spricht für Team 3D. Nee. Ja, nach der WWE-Logik, jeder Mann, der eigentlich ein Special Match für sich gebucht hat, verliert das auch. Ja, Aber was ist denn oder mit dem nimmt gar nicht das Undertaker? Was teil. ist denn mit dem Undertaker? Der verliert dauernd Buried Alive und Hell in a Cell Matches. Der Undertaker verliert keine Hell in a Cell Matches. Also manchmal Naja, nur. doch, reichlich. Manchmal nur. Okay, Sarg-Matches. Ja, Hab, Joko. ja, aber die Statistik steht klar für den Taker. Gegen die Ordens. Ja, Joko noch, aber das ist ja auch mies gewesen damals. Das war nicht fair. Habe ich doch erwähnt gerade. Ach so, habe ich nicht gehört. Ja, ich weiß, deine Ohren sind zu. Erschwerte Bedingungen für mich heute. Neues Gimmick für Chuck Palumbo schon wieder. Ach, nee, das ist wahrscheinlich das Alte immer Ach noch. so. Ja, erzähl weiter. Ich muss gucken, was ich hier getippt habe. Ah, guck an. Ich habe auf Team 3D getippt. Da tippe ich jetzt auch weiter Ich finde drauf. übrigens das Gimmick von Chuck Palumbo ziemlich geschmacklos, muss ich sagen. Hast du das Warum? mitgekriegt? Weil er einen auf Biker macht? Nee. Sondern weil er erzählt hat, dass seine Mutter. Krank ist und deshalb Nee. Schulden hat und deshalb braucht er einen Job bei Robert Root. Na. Ach so. Er hat gesagt, dass seine Mutter seinen Vater mit dem LKW überfahren hat. Seine Mutter hat seinen Vater mit dem LKW Ja. überfahren. Und jetzt zieht sie auf DSF Das hat er LKW, mal oder? eben so in einem Segment bei SmackDown erzählt. Meine Güte, Biss hat seinen Vater oder zweimal Aber mit, das passt doch gar nicht dazu. Ich meine, Chuck Palumbo, das ist irgendwie so ein lustiger Typ oder so, soll das zumindest darstellen. Also, irgendwie passt das doch gar nicht. Ja, ich find's hart, ne? Erschreckend. Ja. Darf man sowas noch sagen in der heutigen Zeit? Macht die WWE sich dann nicht irgendwie selber Feinde mit? Wenn man jetzt solche Charakter schafft, wo die Eltern den sich gegenseitig umbringen? Tja, es wurde ja nicht gesagt, ob es Absicht war oder nicht. Achso. Trägerfahren ist da das Stichwort. Thomas Three Falls Tables Match, da waren wir ursprünglich gewesen. Ja, ich tippe auf die Steiners, wie Du triffst auf gesagt. die Steiners, aber das Match spricht auf Ich jeden treffe auf Fall, die Steiners. das Match spricht trotzdem für beide Teams, weil das könnte dann zumindest noch halbwegs unterhaltsam werden. Noch ein Match dieser Sorte von beiden Teams muss man Die ja nicht sind ja haben. sehr erfahren und die wissen ja auch, wie ein Match auszusehen hat, überhaupt keine Frage. Aber es sind nun mal nicht mehr die Jüngsten und es ist auch jetzt nicht so unbedingt das interessanteste Match, die interessanteste Zusammensetzung. Ja, aber Die Fehde meine muss Güte, ja. ist, ja, ist, ja eben, es muss ja irgendwie weitergehen und ich denke, Bound for Glory ist ein ganz gutes, eine ganz gute Bühne dafür, um das Ganze ausklingen zu lassen, Ich hoffe mal, das Match ist dann, kurz und die Fehde schmerzlos. ist dann endlich danach beendet. Wollen wir einen extra Punkt vergeben für den Man Punktestand? kann es auch nicht weiter, das können wir gerne Obwohl, machen. das ist ja albern. Kein Team wird 2-0 gewinnen. Das steht fest. Ich tippe 2-1 auf 3D und du tippst 2-1 auf die Steiners. Das ist ein Ja, man kann ja, abgekartetes Spiel. ja, man kann die Reihenfolge. Nein, das ist scheiße. Okay. Nein, das ist Ja, das ist albern. langweilig, ne? Lassen wir sein. Ja. So. Dann gibt es aber noch Monsters Balls Match. Und das hat ja Historie bei Bound for Glory. Nämlich bei Bound for Glory 1, da gab es ja ein Four-Way. Mit Rhino, Jeff Hardy, Sabu und war auch bist dabei? Fragezeichen. Du stellst mir Fragen. Aber war auf jeden Fall der absolute Hammer-Spot, wenn du dich erinnerst, von Jeff Hardy, die Swanton Bomb. Ja, aus 30 Meter Höhe da, das Richtig. war. James Mitchell hat den Mund nicht mehr zugekriegt. Ja, bis heute. Ach so, dann muss er bis dabei gewesen Richtig, ja, macht Sinn. Ja. Und dann letztes Jahr gab es ja auch noch ein Match mit Jake Roberts als Guide, Ja. wo doch Samoa Joe im Monsters Richtig. Bei Ball jedem interessanten Spot wurde übrigens Jake Roberts auch eingeblendet. Das haben die sehr war. Ja, clever statt den gemacht. Spot zu zeigen. Ja, was ich mich jetzt frage, guck mal, bei Bound for Glory 1, da war ja Jeff Hardy dabei, den man einfach von 30 Metern irgendwo runterschubsen kann oder freiwillig selber springt. Ja. Bei Bound for Glory 2, da war Brother Run, den man einfach runterschmeißen kann, selbst wenn er kaputt geht, es juckt keine Sau. Ja. Aber wen schmeißt man jetzt bei Bound for Glory 3 irgendwo hin? Black Rain. Ja, aber kann der überhaupt noch irgendwo runterfallen? Dann kriegt er einen Hirnschaden und kommt als Goldust mit Tourette-Syndrom zurück. Ja, großartige Ja. Idee. Oder geheilt. Alles schon gegeben. Geheilt wovon?
geheilt von seiner zweiten Persönlichkeit. Von allen? Von allen Persönlichkeiten. Er kommt als Dustin Rhodes wieder und langweilt uns. Er ist geheilt Jahre von zuvor. Allen Gimmicks dann, ja. Ja, aber ohne Scheiße, ich meine, Abyss, Raven, Rhino und Black Rain, übrigens hier die Teilnehmer, alle vier Teilnehmer sind ja wirklich keine, wo man sagt, okay, den kannst du mal aus 20 Metern runterschmeißen irgendwo. Also gut, okay, das hätte ich bei Tomko jetzt auch nicht gedacht, aber Tomko hat es ja auch gemacht gegen Abyss. Ich glaube, Raven will sich nochmal unsterblich machen hier. Ja? Ja. Ja, glaube ich auch. Oder? Ja. Ich glaube, er lässt sich von Abyss das Auge rausreißen. Nö, das nicht. Nee? Achso, okay. Aber er wird nochmal World Champion, meinst du? Keine Ahnung. Falls Ding nicht kann, dann machen sie eine Battle Royale und dann gewinnt Raven die und dann, ne? Wieso gewinnt Raven eine Battle Royale? Ja, die machen Bound for Glory 1 nochmal nach, weil es so schön war. Nein. Nicht gut. Aber wen tippst du denn in dem Match? Es macht eigentlich nur einer Sinn. Wieso überhaupt Raven? Du meinst Rhino. Nee, Raven. Ja, aber natürlich damit Raven als halt anderen. Raven hat ja angekündigt, dass er wieder World Champion wird. In seiner Promo. Was hat das mit Rhino zu tun? Nichts! Ich sag nur, dass die Bound for Glory 1 einfach nochmal nachmachen an dem Abend, weil das Ding nicht ja, kann. Aber bei Bound for Glory 1 ist doch Rhino Champion. Ja, aber die machen das jetzt bei Bound for Glory 3 mit Raven. Ist doch nicht gleich so aggressiv. Ja, aber ich will gar nicht aggressiv sein. Ich kann das so schlecht hören gerade. Ich merke nicht, dass ich lauter geworden bin. Tut mir leid. Also, immer diese Unruhe. Auf wen tippst du? Ich habe schon getippt. Ich werde nicht auf Black Rain tippen. Tippe ich auch nicht. Ich werde nicht auf Rhino tippen. Tippe ich auch nicht. Und ich werde auch nicht auf Raven tippen, so. Nee, dann tippe ich mal auf Raven. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist bestimmt lustig. Ich soll dir sagen, was da rauskommt? Abyss wird verlieren wegen irgendwelcher komischen... Soll ich dir sagen, was da rauskommt, wenn du auf Raven tippst? Na? Ich krieg einen Punkt. Aus. Abyss muss gewinnen. Judas Messias ist verletzt, kann derzeit nicht antreten, deshalb muss Abyss ja so weit, so lange stark gehalten werden. Meiner Meinung nach. Was war das überhaupt für eine komische Fehde zwischen Judas Messias und Sting? Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte Judas Messias ja den besten Freund von Abyss schädigen und deshalb ist er auf Sting losgegangen. Oder Judas Messias wollte einfach alle möglichen Leute, die in den Weg kommen, einfach schlagen. Aber auch Mitchell mochte Sting ja auch nicht. Aber es macht doch Sinn. Mitchell hat doch eigentlich auch eine Fehde gegen Sting, weil Sting ihm ja Abyss geklaut hat. Aus dem Grund ist ja auch nur Judas Messias ans Tageslicht gekommen. Ich finde übrigens, Judas Messias ist zu klein und schmächtig. Judas Messias ist tatsächlich klein, aber er ist trotzdem gut. Er sieht so böse aus. Er sieht so böse aus. Sieht aus wie Velvines mit langen schwarzen Haaren. Oh, bitte! Ja, ich finde Velvines... Diese komische lila Hose. Also Velvines sieht gut aus, finde ich jetzt. Ach, dann warst du hier der für ihn gestimmt hat, dass er... rockt. Wer Wien ist? Ja. Wo kann ich denn abstimmen? Irgendwo gab es eine Abstimmung. Wer ein neuer WWE-Champion werden soll. Ey, ich habe gesagt, das seit Jahren. Wien ist hat das Potenzial, hat alles, was man braucht. Ja, was war denn das nochmal? Irgendwas hat Wien ist gewonnen. Was ist jetzt eigentlich mit dem Porno von Wien ist und Maria? Das ist eine gute Frage. Geh doch mal gerade auf eine Adresse, die wir nicht nennen dürfen. www.santinomarella.com. Ja, wahrscheinlich. Nee, www.santino.it. Ja. Gibt's bestimmt. Würde ich aber gar nicht nachgucken. Gut, hast du zu Monster Sports alles gesagt? Ja. Gut. Und es wird bestimmt wieder lustig, wenn einige vergessen, geblendet in die Halle zu kommen. Ja, das Gimmick, aber da habe ich das letztes Mal, glaube ich, schon vergessen, ne? Weiß ich nicht. Glaube, aber das ist doch der Sinn des Matches. Ja, aber das war früher mal so, das vergessen die jetzt alles. Das heißt einfach dass alle keinen Schlaf kriegen, nichts zu essen. Nichts zu trinken. Ja, genau. Und kein Licht. Also im Prinzip wie bei ROH jede Show abläuft. Und für Black Rain ist es ja kein Problem. Und Abyss und Raven eigentlich auch nicht. Und ja, Rhino, ja. Weißt du, warum Rhino nicht gewinnen wird? Weil er genoshowt hat. Der Sack. Was ja, soll das denn? Gut, manchmal werden Leute auch für Skandale belohnt. Randy Orton zum Beispiel. Ja. Und Santino Marella. Oh, Santino Marella ist ein großartiger Mann. Er kann ja alles. Was wieso haben? Wenn du Santino Marella siehst, was denkst du da? Was denkst du da, meine ich?
Da denke ich lustig. Gestern Sie mal, ist der Charakter die Jahre 2007. Hättest du das gedacht nach seinem Debüt? Ganz ehrlich? Nee. Siehst du? Aber Santino Marella hat sich entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Aber vor allem als Heel. Aber das ist jetzt nicht gerade das Thema. Es so. Muss unbedingt einen Gewinner geben. Im Match zwischen Samoa Joe und Christian Cage. Ja. Und Special Enforcer Matt Morgan wird dafür sorgen, dass alles richtig im Match läuft. Und keiner eingreift. Ja. Und so weiter. Außer Matt Morgan. Christian Cage ist jetzt seit 23 Monaten bei Total Nonstop of Action Wrestling und ist never pinned, never submitted. Ja. Eine beeindruckende Siegesserie, wenn man das denn so nennen kann. Natürlich hat er auch mal Matches verloren, aber dann war entweder ein Match ohne Pin oder Submission oder es war ein Tag Team Match, Six-Man Tag Team Match etc. Aber selber gepinnt und zur Aufgabe gebracht wurde er noch nie. Ja, und hier must the winner be. Und was sagt uns das? Egal ob Sieg, Niederlage oder Draw, ne? Samoa Joe? Samoa Joe geht's gut. Richtig, denn er bringt Christian Cage ins Krankenhaus danach. Ja. Ist aber sehr netter Zug von Samoa Joe. Und ich möchte sehen, dass Samoa Joe hier einen Draw hinkriegt. There must be a winner match. Das hat Joe auch nicht verstanden, die Regel, glaube ich. Das Match heißt, there must be a winner. Ist einfach ein Kokosnuss. Und mir ist egal, ob es ein Sieg, eine Niederlage oder ein Unentschieden wird. Du wirst im Krankenhaus landen. Ja, Joe konzentriert sich auch und ist auch da bemüht, wirklich Siege einzufahren, um seiner Karriere weiterzuhelfen. Nein, er möchte natürlich die Leute lieber ins Krankenhaus prügeln. Hast du eigentlich die Entstehung der Fehde richtig mitbekommen? Warum die beiden eigentlich miteinander fehden? Das habe ich doch letztes Mal schon bemängelt. Ich habe da irgendeinen Grund gefunden, der mir jetzt selber nicht mehr einfällt. Siehst du, dann fällt er dir jetzt nicht mal mehr ein. Ja, ich glaube, Christian sollte Number One Contender werden. Nee, wie war das? Ach ja, genau. Abyss hat doch den Number One Contender Spot gegen Christian Cage aufs Spiel gesetzt im First Blood Match. Wenn du dich erinnerst. Ja. Und ich glaube, Samoa Joe war so blöd und wollte einfach nicht, dass irgendwer jetzt Number One Contender ist. Deshalb hat er Christian Cage attackiert. Und daraus resultierte die Fehde. Die gibt's doch schon viel, viel länger. Ja, wenn man natürlich ursprünglich noch bedenkt, dass es das Match bereits schon mal gab und den Titel, nein, der Christian Cage Joe besiegt hatte. Auch egal. Zumindestens wird Samoa Joe die Siegesserie von Christian Cage beenden bei diesem Pay-Per-View, Bound for Glory 3. A new Mit Morgen ist aber Face, ne? Mit Morgen ist Face. Ja. Würde ich sagen. Du meinst, sie drehen das jetzt nicht irgendwie? Auch nicht so viele Turns. Nee, Joe muss aber einen wichtigen Sieg lernen. Ist es einfach so. Und wenn es jemanden gibt, der die Siegesserie von Christian beenden soll, dann ist es Joe. Ist ein Eigengewächs, der wird dann gut aufgebaut und wäre schön. Joe braucht einfach mal einen wichtigen Sieg. Das hat er dieses Jahr irgendwie nicht hinbekommen, meiner Meinung nach. Joe hatte, finde ich, keinen wichtigen Sieg. Hat er überhaupt einen Sieg gehabt dieses Jahr? Na gut, dem schließe ich mich jetzt einfach mal an, auch wenn ich Christian natürlich als Sieger sehen will. Ich möchte, dass seine Siegesserie noch mindestens 3 Jahre weitergeht. Ja, ehrlich. Ja. So, es geht um den ersten Gürtel. Team Pac-Man. Um den zweiten. Tatsächlich. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass es noch jetzt 4 Titel gibt. Adam Pac-Man Jones und Ron The Truth Killings gegen AJ Styles und Tomko. Ja. Was ist denn... Bullshit. Ja, Team Pac-Man, das ist eine Schmierenkomödie. Verarschung am Fan. Das ist absoluter Mist, ist das. Ja. Mit diesem dämlichen Football da und... Nee, muss nicht sein. AJ Styles und Tomko eigentlich ein ganz gutes Team, finde ich. Ja, so, ja, gefällt mir auch. So der kleine Highflyer und der große Starke und irgendwie... Shawn Michaels und Kevin Nash 2007. Nee. An nicht ganz. Nichts aber, dran. Ja, aber nur vom Ding jetzt her, vom... Gut, dann ne? nenne ich X-Pac und Kane. Och komm, so schlecht sind sie jetzt auch nicht. Tatsächlich. Wen gibt's denn da noch? Groß und klein. Hurricane und Kane. Och komm, außerdem hieß das Team Hurricane. Harry Kane und Kane. Sugar Kane wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Oh, was gibt's denn noch für den Teams? Mit groß und klein. Gab's nicht mal irgendwie Taz oder so? Ach nee, das ja, war mal Taz und Spike Dudley.
Taz und Spike Dudley besiegen Big Show und Kane oder Taker und Undertaker. Taker und Kane, war das nicht mal sowas? Irgend sowas komisches, ja. Sehr seltsam auf jeden Fall, ja. Egal, ich tippe hier auf AJ Styles und Tomko, sie werden Tag Team Champions und sie werden TNA retten. Demnächst dürfen wir ja noch Hardcore Holly und Cody Rhodes bewundern, da freue ich mich auch sehr. Ich hasse drauf. Hardcore Holly, please. Was? Retire. So muss ein Wrestler aussehen. Die perfekte Wrestlerfigur ist erfahren wie Sau und... Ja, mit der Erfahrenheit wird man ja nicht geboren, die kann man sich erst aneignen. Ich hasse Hardcore Holly. Ja, hat er ja nun mal. Ich hasse Hardcore Holly, seitdem ich Wrestling gucke. Seit 1993 geht der Mann mir sowas auf den Sack und immer wieder. Da gab's den ja noch gar nicht. Doch, natürlich, gab's Bob Holly noch nicht 93? Nein. Sicher? Wenn, dann Ende. Also Jeff Jarrett ist vor ihm debütiert. Das will ich nachgucken jetzt, seit wann Bob Holly bei der WWE ist. Kann mich doch an Bob Holly. Ich kann mich doch nicht. Beim Rumble 94 habe ich ihn das erste Mal im Ring gesehen und die Promos gab's vorher schon. Hm. Okay, der Debüt war erst 1993. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Gleich bei der WWE angefangen. Siehst du? Steht ihr irgendwo mal da, wo er gegen wen er gewrestelt hat? Kann man bestimmt hier im... 4,81? Hardcore Holly ist einfach dreckig. Nee. Sag mal. Siehst du, Annahme der Pfote. Der Note verweigert. Die Note 6 musst du nämlich begründen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hardcore Holly ist... Ach, ich habe keine Lust, jetzt was zu schreiben über diesen Sack. Da muss ich auch noch, hier ja, Zeit investieren. Gut. So, schau mal. Keine Matches gefunden. Ah, 94. Ja, Royal Rumble, hast du recht. Dann nervt er mich halt seit 94. Ist mir auch scheißegal. Siehst du. Egal, ich will jetzt auch gar nicht über Hardcore Holly jetzt reden. Tatanka besiegt Bob Holly. Gut so. Ja. Können wir ihn ja mal dazu befragen. Zu Bob Holly. Kannst du dich noch an dein Match erinnern, was du bei irgendeiner Hausshow hattest gegen Bob Holly? Ja. Ach, tipp's doch auf AJ und Tomko, oder? Tomko. Ja, natürlich. Weil, Team Pac-Man tot ist. Das Arsenal ist ausgereizt, muss man sagen. Ja, Pac-Man hat alles gezeigt, was er konnte. Nach zwei Matches ist es wirklich absolut, drei, bitte. Am Boden. Drei Matches schon. Drei ganze schon. Ja, zwei erfolgreiche Titelverteidigungen, glaube ich. Richtig, gegen... Nee, also das geht so nun gar nicht. Nee. Gegen Triple X und Team 3D immer den Titel verteidigt. Ich mach mir ein JBK-Shirt, Team Pac-Man geht nicht. Ja, es ist wirklich so. Es ist eine Zumutung, das zu sehen. Es ist eine Verarsche des Wrestlings und des Tag-Team-Wrestlings im Speziellen. Und jedes Mal, wenn Pac-Man eingewechselt wird oder einfach so im Ring steht und man weiß genau, es wird überhaupt nichts passieren. Das nimmt jede Spannung, das nimmt jede Atmosphäre aus dem Match, es ist einfach nicht zu ertragen. Deshalb hoffe ich, dass sie entweder einen neuen Deal aushandeln, dass er mal ein bisschen mehr machen darf, als irgendwie mit Footballs werfen oder Seile runterziehen oder was weiß ich was. Ja, richtig. Obwohl man mit Geldscheinen ausnocken. Ja. Obwohl man, wenn ich Ron The Truth Killings loben muss, der seinen Job sehr gut macht. Ich meine, wenn man überlegt, dass er eigentlich nur alleine im Ring steht. Er zeigt ansprechende Leistung, ist sein Mikrofon gut. Also ich finde Ron Killings, wenn man irgendwie mal eine geeignete Position für ihn hätte, könnte man ihn auf jeden Fall behalten. Ich stelle mir vor, dass zum Beispiel Money, Money, Yeah, Yeah, bald zu TNA kommt. Und dann könnten sie zusammen mit The Truth die Halle rock. Was machst du mit Pac-Man? Der ist einfach weg. Warum gibt man Pac-Man nicht irgendeine Managerrolle? Im Moment ist er doch nichts weiter als der Manager. Ja, aber er kann doch auch... Ron Killings. Ja, natürlich, aber ich will den gar nicht mehr sehen. Ich bin froh, wenn er weg ist. Und AJ Styles und Tomko kann ich mir als Champs gut vorstellen, glaube ich. Also ich glaube, ich bin mal gespannt, wie Christian dann reagiert, wenn seine zwei Sprösslinge, wie ich sie immer nennen will, Tag Team Champions werden. Die sich ja auch immer besser verstehen teilweise, ne? Tomko und AJ sind ja schon, glaube ich, ganz gut befreundet miteinander jetzt. Zumindest trägt AJ Styles das Shirt von Tomko. Ich möchte, dass die beiden gegen Pac-Man shooten.
Schön wär's. Ja. Aber da stehen, glaube ich, die falschen Leute im Ring. Ich möchte einen geshooteten Pele von AJ gegen Pac-Man sehen. Das wäre doch mal was, oder? Ach, guter Wunsch. Würde ich auch mich so anschließen wollen. Out of nowhere, so wie immer. Oh my god, you gotta be kidding me. Ja. Da gibt's noch ein X-Division-Title-Match zwischen Jay Lethal und Christopher Daniels. Ja, auch so ein Show-Stealer irgendwie, ne? Ansätze gut, Fehde für den Arsch. Also es geht. Ja, also Jay Lethal hat ja, glaube ich, Christopher Daniels auch den Spot geklaut, ne, um den X-Division-Titel anzutreten bei No Surrender? Ja, da hat es ja Christopher Daniels gewagt, die TNA-Booking-Logik anzuzweifeln. Richtig. Von laufenden Kameras. Und Jay großartig. Lethal mit einer Rippenbandage. Ja, ne? Aufgrund der Verletzung der Attacke von, glaube ich, Team 3D. Aber jetzt nochmal Christopher Daniels als X-Division-Champion so schnell. Nein, ich denke mal, das Match ja eben, weil die Odds gegen ihn stehen eigentlich. Against all odds. Wegen der Verletzung. Also, ich denke, Jay Lethal hat jetzt einen kleinen Run. Definitiv, er muss auch mal gefestigt werden als Champion. Der Titel kann nicht immer wechseln zu Hans und Franz, auch wenn Daniels gut ist. Aber ich finde es sowieso schade mit Daniels. Er hätte so einen guten Singles-Run gehabt unter seinem neuen Gimmick. Finde ich eine recht überzeugende Fehde gegen Sting, auch wenn die auch teilweise ein bisschen unstrukturiert und nicht ganz nachzuvollziehen war. Aber er hat zumindest den guten Willen gezeigt, um Daniels mal zu pushen in Richtung Main Event vielleicht. Ja, und jetzt stellt man ihn wieder an die Seite von Skipper und Senshi. Und das finde ich ziemlich schade, muss ich sagen. Jetzt ist er zurück in der X-Division und da gehört Daniels eigentlich nicht hin. Der hat da nicht mehr verdient gehabt. Ja. Daniels gegen Engel wäre doch der Hammer gewesen. Kann man nichts machen. Das war ja auch meine Vermutung. Tja. Aber das haben sie ja nicht gemacht. Na gut, ich tippe hier auch auf Jay Lethal. Müssen wir vielleicht nochmal festhalten. Beide tippen auf Lethal. Wir haben ja sehr wenig Unterschiede bisher, ne? Und die Fehde wurde überhaupt nicht aufgebaut, ne? Kann das sein? So gut wie gar nicht jetzt. Also bis auf die eine Geschichte, wie gesagt, ne? Dass Daniels gegen Lethal verlor. Kaum. Also, eigentlich gar nicht. Nun gut. Main Event. Ich meine, das ist der zweitwichtigste Titel der Liga und schaffen das in 2 Stunden nicht, so eine vernünftige Fehde drum aufzubauen. Tja. Man hatte immerhin 6 Wochen Zeit dafür, ne? 6 Wochen ist der letzte TNA Pay-Per-View schon her. Ja, wenn man ja Bound for Glory so groß aufbauen muss. Richtig, und dann, wenn man überlegt, dass man jetzt schon 2x2 Stunden hatte, wenn man das überlegt, waren das jetzt schon 4, waren schon 8 Stunden, die man in Aufbauzeit für ein Pay-Per-View hatte. Das hat man normalerweise in 2 Monaten. Wobei sich das mit den 2 Stunden ja auch erstmal einpendeln muss. Also richtig. Als die wöchentlichen Pay-Per-Views losgingen, da hatte man ja im Prinzip das gleiche das gleiche Schema, nur dass man auf keinen großen Pay-Per-View hin gearbeitet hat. Aber auch da hat sich das alles erst sehr langsam entwickelt und mit dem X-Division-Title und so und die ganzen anderen Fäden und was da nicht noch alles kam mit Jeff Jarrett und Jackie Fargo und was weiß ich nicht alles. Das hat ja auch alles erst eine Zeit gedauert. Richtig. Und jede Woche einen anderen Herausforderer für Shamrock aus dem Hut gezaubert. Also ich bitte dich, da war auch kein großer Aufbau dabei. Gut. Ja, gut, genug. Abgeregt. Aufbau ist zumindest vorhanden zwischen Kurt Angle und Sting. Das kann man so sagen, ja. Sting hat Karen Angle brutalst geohrfeigt und Kurt Angle hat eine Autotür genommen von Garrett Borden. Ja, richtig. Ja. Und hat den damit, beziehungsweise er wurde zusammen, also die Attacker kamen erstmal von Garrett Borden. Ja. Erzähl mal bitte die gesamte Story. Die gesamte Story. Ja, Sting bekam das Recht, beziehungsweise hat es sich erkämpft, zusammen mit Kurt Angle Tag Team Champion zu sein, weil sich dieser ja einen Partner suchen musste, beziehungsweise ihm das auferlegt wurde. Und ich hoffe, man hört deine Aktion mit dem Headset jetzt nicht alle. Entschuldigung. Egal. Jedenfalls kam es dann zu diesem absoluten Klassiker gegen Team Pac-Man. Und zu der besagten Szene, als Sting es wagte, Karen Angle zu ohrfeigen. Es hat durch die ganze Halle geschallt. Ich höre es immer noch. Ja. Und darauf konnte dann Adam Pac-Man Jones seinen gefürchteten Pinfall zeigen.
Wow. Das klingt schon wie so ein Artikel in TV Digital oder so. Und Pac-Man Jones hat jetzt schon was geschafft, was Kurt Angle noch nicht geschafft hat. Er hat nämlich das Ding schon gepinnt. Richtig. Wie war das mit den in 3 years, in 3 seconds? Oder umgekehrt. Das ist doch so ein Spruch, der immer gerne ist, ja auch egal. So. Und dann hat Kurt Angle, Stinks Sohn, beim Football zugeguckt. Ist das richtig? Ja, er war, lass mich überlegen. Ja, ich glaube, wo warst du gerade gewesen davor? Bei dem Titelwechsel. Bei dem Titelwechsel, genau. Da gab es die Diskussion zwischen beiden und so weiter. Und wollte Sting ja eigentlich Kurt Angle beweisen, dass er seine Frau nie geschlagen hat. Karen hat aber darauf bestanden, dass das tatsächlich der Fall war, dass Sting Kurt Angle geschlagen hat. Und deshalb gab es ja auch diese Confrontation, wenn du dich erinnern kannst, wo Kurt Angle Sting im Ring mit der Handschellen ans Seil gefesselt hat und Karen Angle nochmal schön draufschlagen konnte. In der nächsten Woche meinte dann Kevin Nash zu Kurt Angle und Karen Angle, dass sie das nie hätten tun dürfen, denn so bekommen sie den alten Sting zurück und das sollten sie nicht riskieren, weil das wäre ganz, ganz gefährlich, weil Kevin Nash kennt sich da ja aus. Und dann hat sich Karen Angle wiederum entschuldigen müssen, obwohl sie das gar nicht wollte und hat halt versucht, Sting zu besänftigen, was sie nicht geschafft hat. Daraufhin scheint sich nun Kurt Angle wieder entschieden zu haben, okay, gut, dann provoziere ich halt Kurt Angle und dann ging er halt zum Football. Ich habe eine noch viel bessere Idee. Garrett Borden ist der Sohn von Kurt Angle in Wirklichkeit. Ach so. So, und die beiden, also Vater und Sohn, treten bei Genesis gegen das Wolfpack an. Was hältst du davon? Ja, ist eine großartige Idee. Ja. Ne? Und Kurt hat ja auch gesagt, hier, Sting, der Rest gehört deiner Imagination, nachdem er die Autotür genommen hat. Und ich gehe nicht davon aus, dass er den Sohn von Sting durch die Mangel gedreht hat. Also jetzt weiß man nicht. Ich hoffe einfach mal, dass einfach nur ein Stilmittel, um die Geschichte einfach... Stilmittel? Ja, war ein Stilmittel, um die Geschichte noch persönlicher und dramatischer zu gestalten und nicht, dass der Sohn aber von Sting da jetzt auftaucht und irgendwie entscheidend ins Match eingreift, seinen Vater screwt und sich Kurt Angle anschließt und solche ganzen Geschichten. Sowas möchte ich nicht sehen. Ich möchte ein klares, gutes Wrestling-Match sehen. Nein, der wird auch nicht eingreifen, glaube ich nicht. Kurt Angle wird klar besiegen, ja. Kurt Angle wird klar gewinnen, meine ich. Dennoch ist das, muss man es gab ja noch eine lustige Szene, eine Art Déjà-vu-Erlebnis, als nämlich Karen Angle ihren Mann schon wieder konfrontiert hat und es diesmal scheinbar ernst meinte, oder meinst du nicht? Ich weiß es nicht, ich finde, ich blick da sowieso nicht ganz durch, weil irgendwie die Familie Angle wöchentlich ihre das Meinung ändert. Das ist TNA in Germany. Ja, die werden halt monatlich, wöchentlich ihre Meinung, das ist halt das Problem. Wie ich schon sagte, am Anfang haben sie Sting provoziert, da meinte Nash, nee, das dürfte nicht machen. Dann hat sie die Familie Angle bei Sting entschuldigt. Und nächste Woche, als sie gesehen haben, nee, okay, der nimmt die Entschuldigung nicht an, dann haben sie ihn wieder attackiert und provoziert. Und dann macht Kurt Angle das weiter und provoziert halt Sting so weit, auf einer richtig miesen Art und Weise. Und dann ist Karen Angle wieder nicht einverstanden und konfrontiert Kurt damit, dass das doch nicht geht, das ist zu persönlich und ja. Deshalb, was soll ich sagen? Aber es läuft ja ganz rund im Moment für die Angles. Also Karen hätte jetzt eigentlich gar keinen Grund, sich zu beschweren. Die haben ihr Schauspiel durchgezogen und Angle ist Champion geworden. Gut, er ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen World Champion, hat die anderen Titel verloren. Aber das ist doch zweitrangig. Ich persönlich bin... Ich meine, es hat funktioniert, der Plan. Richtig. Ich persönlich bin aber auch gespannt, welche Rolle vielleicht auch Kevin Nash spielen könnte, weil er ja auf jeden Fall mit beiden Männern gesprochen hat und Sting zumindest scheinbar nichts gegen ihn hat, genauso wenig wie Kurt Angle. Kurt Angle fragt ihn ja immer nach Rat, was kann ich tun, so nach dem Motto. Und Jay Lethal auch. Na gut, aber ich meine jetzt, spielt Nash vielleicht hier eine Rolle, eine entscheidende Rolle? Fragezeichen. Ja, könnte eventuell irgendwas mit dem Main Event zu tun haben. Sehen wir tatsächlich bei Genesis zwei der größten Matches aller Zeiten, nämlich Kurt Angle gegen RVD um den World Title und Sting gegen Kevin Nash mit Axel Schulz.
Um den European Cup der WCW, meinst du? Ja. Das Rematch? Ja. Glaube ich nicht. Weil es ja ganz anders laufen wird. Aber ich möchte nochmal die allgemeinen Facts nochmal nennen. Ich meine, das Match anzusetzen in Atlanta ist, wie gesagt, nicht schlecht, weil Sting hat da seinen absoluten Durchbruch geschafft mit der WCW. Kurt Angle ist 1996 Olympiasieger in Atlanta geworden. Also beide haben, ja, vielleicht reicht ja auch der Olympia-Gegner von damals ein. Das ist natürlich auch möglich. Nee, aber zumindest beide haben ein ganz klares Verhältnis zu Atlanta. Das ist was ganz Besonderes für beide Männer. Dann ist die Ansetzung Angle gegen Sting meiner Meinung nach auch ein Kandidat, wäre ein Kandidat für die WWE, wenn sie beide Männer unter Vertrag hätten. Bin ich mir sicher, dass auch die WWE dieses Match in den Main Event gestellt hätte. Ja gut, das haben sie ja schon mal bei Impact im Opener verheizt. Aber das ist richtig, aber da wollen wir es einfach mal nicht dran denken. Richtig, das muss man wie gesagt absolut ausklammern. Verdrängungspolitik. Dennoch, eigentlich das erste richtige Aufeinandertreffen, zumindest bei einem Pay-Per-View. Gut, man sollte das Match natürlich nicht bewerben damit, ja, das Match gab es schon im Free-TV, aber das erste Mal bei einem Pay-Per-View ist vielleicht nicht so gut, aber wie gesagt, es ist schon eine gute Ansetzung, meiner Meinung nach, um Pay-Per-View-Buys zu bekommen und Tickets zu verkaufen. Gut, Tickets verkaufen läuft scheinbar wohl nicht so gut derzeit. Die blenden ja jetzt schon ein hier, ab $15. Richtig, und Pac-Man Jones hat angeblich schon 1.500... Sind das 11 Euro oder so? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das sind die günstigsten Karten. Ja, und Pac-Man Jones hat angeblich 1.500 Karten gekauft, die er an Studenten verteilt. Ja. Hm. Ja, schön, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute die Herren da reinkriegen. Aber mein ursprünglicher Plan ist nämlich folgender. Weil das Motto von Genesis heißt A New Breed. Ist das so? Ja. Und deshalb glaube ich... Von Genesis, ich, ja. Dass Sting TNA World Heavyweight Champion wird. Warum das? Und wieder World Champion wird. Weil er den Gürtel dann bei Genesis im Main Event gegen Robert... Amazing Kong verteidigt. Nein, gegen... Ach so. Robert Root verteidigen wird. Was hat das mit New Breed zu tun? Ja, Robert Root stellt die neue Brut da, also die neue, die Zukunft da. Gegen Sting, die Vergangenheit. Nein, das waren doch hier Elijah Burke und Matt Striker und... Die hießen die New Breed? Nicht? Keine Ahnung, ich kenne mich da noch nicht aus, ich habe das doch auf ECW doch nur geguckt, wenn Big Daddy W gegen die Boogeyman gekämpft hat. Sonst gucke ich mir das doch nicht an. Ja, ich tippe, wie gesagt, hier tatsächlich auf Sting. Ist das nicht ein Hammer? Ich glaube nochmal an Sting. Nee, ich glaube nochmal an Kurt Angle. Ich glaube, vielleicht wirst du recht behalten, aber ich muss diesen Außenseiter-Tipp einfach machen, weil ich es gönne, Sting, die den Erfolg. Ach ja, Dings, Marcus Cavorn, den sie jetzt auch entlassen haben, ne? Ja, der hat jetzt, seine Schwester ist gestorben oder so, oder wie war das? Doch, der muss sich jetzt um die Kinder kümmern von ihr. Ich wusste nur, dass es familiäre Probleme da gegeben hat. Also eine Rückkehr zu TNA wird es ja natürlich auch nicht geben. Und wer war der vierte? Kevin Thorn. Danke. Vielen Dank, Bons. Bitteschön, gern geschehen. War damit auch nicht Shelly Martinez auch nicht mit der New Breed? Ich glaube, die war da schon entlassen. Ich glaube, die war schon entlassen als... Warte mal, bei der Bremen-Tour, als sich Kevin Thorn für Velvines hingelegt hat? Ich glaube ja. Kann sein. Ich weiß nur, dass Shelly Martinez angeblich einen Fetisch-Porno drehen will. Bitte. Oder angefragt wurde. Ohne geht auch nicht, ne? Also normalen können sie nicht drehen, meine ich. Das ist richtig, ja. Vielleicht, ja. Wie soll das gehen? Wie? Nix. Warum soll das nicht gehen? Wie kommst du darauf jetzt? Habe ich gelesen, im... TNA verpflichtet Frauen-Thread. Das ist schon das zweite Mal heute, dass du einen Diven-Porno erwähnst. Ja, es gibt definitiv zu wenige davon. Ach so. Und ich möchte mir doch nicht die dicke Tammy Zitsch mit 200 Kilo auf dem Rippen angucken. Da habe ich genug gesehen jetzt langsam. Also bitte. Und Carmen Electras NWLL oder wie die heißt, das kannst du doch auch. NWWL. Mit dem großartigen, wie heißt er noch? Keine Ahnung, Jimmy Hart war dabei. Jimmy Hart. Oder Jerry Lawler auch nicht dabei? Nee. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, dann hätte die Show nicht stattfinden können. Zumindest spreizen die Frauen nur gerne ihre Beine. Um irgendwelche Aktionen auszuführen. Da muss man sich keine
Gedanken ums Outfit machen. Richtig. Ich tippe, wie gesagt, auf Sting, das ist ein schönes Abschlusswort jetzt endlich mal. Hast du doch schon 30 Mal ja, gesagt. Aber ich möchte jetzt wieder von diesem Thema unter 18 Jahre wegkommen. Und wusstest du, dass es ein Sextape von Matt Hardy und Lita gibt? Wo? Ja, nicht offiziell. Ach so. Ja, jetzt privat. Privat, das ja. Das bringt natürlich mir doch einen Scheißdreck. Nee, aber warum weißt du, haben sie das erzählt? Das hat Matt Hardy gesagt. Es gibt auf jeden Fall eins, es kommt nur nicht an die Öffentlichkeit. Tja. Tja. Kenneth Michelle ist auch in vielen solchen Softpornos zu sehen. Richtig, ja. Und sonst? China natürlich mit Sean Waltman, der absolute Hammer. Jeder, der wochenlang Albträume haben will. Besonders für Leute zu empfehlen, die vielleicht so im Alter von 13 sind und sie überlegen, ob sie in ihrem Leben mal Sex haben möchten, sollen sie das angucken, denn dann werden sie von der Idee absehen. Das ist auch schon ein Fetisch, ne? Das ist auch schon ein Fetisch. Frauen mit Penis. So, gut ja, jetzt. Ja, da noch China obendrauf. Gut. Ja. Du ist gut, das hab ich jetzt. Jetzt ist die... Das Maß voll, obwohl Bound for Glory sicherlich auch mit, wie war das? Viewer. Wie heißt das, wenn der ab 18 ist, der Pay-Per-View bei Lockdown? Rated R. Rated R ist der definitiv. Wenn es um Pornos geht, dann ist es Rated X. Dann kann es natürlich. Wobei wir damit wieder ein X hätten in der heutigen Ausgabe. Richtig. Heute ist die X-Ausgabe. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nö. Wir haben uns über TNA und Pornos unterhalten. Das reicht doch, oder? Ja. Ja. Ist auch ein gutes Thema. Ja, wie gesagt, ich freue mich persönlich auf Bound for Glory, weil ich denke, der Pay-Per-View könnte besser werden, als die Card allgemein verspricht. Kurt Angle gegen Sting. Ist auf jeden Fall ein Match, was wrestlerisch gar nicht so schlecht werden könnte. Könnte von der Spannung leben, was ich sehr hoffe. Liesel gegen Daniels, das alte mit X-Match, sowie Samoa Joe gegen Christian Cage, könnte wrestlerisch großartig werden. Ach hier, die Dudleys und Tommy Dreamer. Och, hör mir auf, diesen Porno, den Mike mir da gebrannt hat. War das nicht so? ECW bei zu viele Porno Details. Dreh. Zu viele Details. Oh ja, stimmt. Team Pac-Man gegen AJ Styles und Tomko ist natürlich jetzt auch ein Kampf, der ziemlich schlecht wird. Ich hoffe, dass... ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich will einfach rüberreden, um nicht weiter auf das Thema zurückzukommen. Ja, zumindest ist der Rest scheiße, das soll ich sagen. Cage gegen Joe, Liesel gegen Daniels und das alte mit X-Match wird sicherlich wrestlerisch top werden. Den Rest muss man schauen. Ja, jetzt machen wir die Zusatzfragen, ne? One dirty bitch. Wie wird die erste Elimination innerhalb der Women's Gauntlet lauten? Ich sage Missy Hyatt. Ja, Missy Hyatt ist schön. Ich glaube, ich muss dich jetzt mal hier entlassen aus deinen Diensten. Mit solchen Aussagen... Was denn? Also, ja so, schön, ja. Missy Hyatt verkauft getragene Unterwäsche und es gibt Leute, die die kaufen. Das finde ich viel schärfer. Wie werden die letztverbliebenen Männer innerhalb der Reverse... werden die in der Reverse Battle Royale sein? Reverse Battle Royale ist das ja der Hammer. Hätte ich das bedacht, hätte ich ja das gleich als Match of the Year-Kandidaten schon vorher angepriesen. Du wusstest doch, dass es Reverse ist. Ach so, stimmt, ja, habe ich gewusst. Keine Ahnung. Ja, doch, da klar, ich wusste es jetzt nicht. Ich habe es nicht gehofft. Aber kann das, egal, das wird gut werden. Die beiden letzten. Heißt es die letzten beiden, die draußen stehen, bevor alle anderen drin sein müssen? Denke ich mal. Oder heißt es die letzten beiden, die, na Moment. Das letzte Match bestreiten, das Singles-Match gegeneinander am Ende. Das sind diejenigen, die als letztes in den Ring kommen, oder was? Reverse Battle Royale läuft meiner Meinung nach so auf. Also eigentlich heißt das, glaube ich, Fight for the Right Battle Royale. Ja, die fangen irgendwie draußen an. Ich sage mal, fangen draußen an. Und die letzten beiden, die reinkommen, bestreiten die Singles Matches. Nein, nicht angeblich. Also das erste Fight for the Right. Wie war denn das erste? Das erste Fight for the Right war folgendermaßen, wenn ich dich erinnern darf. Zuerst kam es zu Reverse Battle Royale. Ja. Dann, aber irgendwie durften nicht alle rein in den Ring, sondern nur ein Teil. Sag ich mal, ich mache mal ein Beispiel. 20 Leute sind in der Reverse Battle Royale dabei. Die ersten 10, die reinkommen, sind weiter.
Dann ist das Ziel, den Gegner wieder aus dem Ring zu schmeißen, normale Battle Royale Rules. Ach ja, richtig. Bis die letzten beiden übrig bleiben. Ja. Und die letzten beiden bestreiten ein Singles-Match. Und wer das Match gewinnt, ist der Sieger und neuer Number One Contender. Und diese beiden Männer werden Robert Root und Chris Harris sein. Mein Tipp. Ach, Chris Harris haben wir auch noch nicht eingebaut, ne? Der muss man auch nicht einbauen. Ich meine, der jobbt immer und den braucht man nicht. Chris Harris ist grausam. Die letzten beiden. Ach, ich habe ja RVD als Sieger getippt, ne? Dann nehme ich jetzt mal RVD gegen James Storm. Oh, ich dachte, Jerry Lynn kommst du noch mit dem Comeback, schade. Nee, James Storm. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich will das tippen wir jetzt so, das gibt keine Punkte, oder? Nein, das gibt keine Punkte. Wie wird das Tour des Three Falls zwischen Team Studio und Steiner Brothers ausgehen? 2-1. Wie würde es im Laufe von Baumformel Interference geben? Ja. Ja. Wie viele Matches werden beim größten Pay-Per-View des Jahres 15 Minuten Marke knacken? 2. Oh, gut, sind wir jetzt einig, oh. Guck. Schön. Ja, und welche? Main Event. Ja. Und Joe gegen Cage. Und auch die Fight for the Right Battle Royale, weil ich glaube, das kriegt man nicht unter 15 Minuten hin. Und auch Women's Knockouts Match, na doch, das kriegt man hin, das kriegt hier hin, ja. Warte mal, 15, wie wär's mit Monster 30. Ball? Ich tippe auf 4 Matches, die länger als 15 Minuten gehen. 15, 30, eine Stunde, anderthalb. So. Anderthalb. Warte. 3 Matches. 3 Matches, Das könnte sein, es könnten alle Matches 15 Minuten gehen und dann haben wir aber noch Zeit. Können auch alle Matches eine Stunde gehen und dann merkt TNA nicht, dass sie gar nicht mehr auf Sendung sind. Richtig. Den Rest gibt's auf DVD als extra. Kannst du bitte mal aufhören, bei der Webcam irgendwelche Alien-Spiele zu treiben? ja, gut. Die sieht aus wie irgendein Viech aus Star Wars, oder? Ja. So, wollen wir die Ausgabe beenden? Wir haben eigentlich nur über Impact gesprochen, über TNA gesprochen. Das ist ein Webcam. Ein Cowboy. Ist das so, jetzt ist gut. Was denn? Ich weiß nicht, ich wollte die Ausgabe beenden. Du beendest ja schon mal gar nichts. Kurt, dann mach du das doch. So. Viel Spaß allesamt bei Bound for Glory. Was ihr, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, sogar sehen könnt. Bitte. Nicht? Nö, kann man nicht sehen. Nein, kann man nicht sehen. Dann lasst es bitte sein. Wehe, ihr guckt das. Wenn wir rauskriegen, dass sich das irgendeiner auf illegale Art und Weise besorgt, dann können wir euch nur beglückwünschen, dass ihr es geschafft habt. Aber wir verraten euch nicht, wie es geht. Ich wüsste das jetzt auch gar nicht. Nee, wie geht das? Also ich weiß, wie das geht. Soll ich dir sagen, wie es geht? Ich kann es auch hier in der Sendung live sagen. Kein Problem. Ihr müsst circa einen Monat warten. Und ihr könnt bei www.wrestlingshopzone.de die DVD des Pay-Per-Views bestellen. Nach einem Monat schon? Ja, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber... Das ist ja schon mal eine gute Idee. Aber die DVD des Pay-Per-Views ist günstiger, als wenn du den Pay-Per-View so in den USA kaufen würdest. Alle 9 DVDs von TNA gibt es dafür 19,90 € zu kaufen. So. Bei wrestlingshopzone.de. Ich kaufe mein Merchandise exklusiv bei wrestlingshopzone.de. Ich würde niemals woanders kaufen. Nur bei wrestlingshopzone.de. Cheers. Das war's jetzt endgültig für Plugman Bonds. Ich möchte auch gerne nochmal alle Mitarbeiter von wrestlingshopzone.de grüßen. Das sind viele, ja. Gut. Ja, dann eben keinen viel Spaß bei Bound for Glory. Dann guckt viel euch. Viel Spaß beim Live-Ticker dann von guckt Tier euch, auf den Live-Ticker. Da guckt euch X-Pac in China an oder sowas. Oh mein Gott. Guckt euch lieber den Live-Ticker exklusiv auf tnfans.de an. Tnfans.de. Ja, da werden wir natürlich auch wieder dabei sein. Ich gehe davon aus, fest davon aus. Wenn es heißt TNA Bound for Glory 3. Exklusiv auf tnfans.de den Ticker. Natürlich ab 5 Uhr morgens auch den Report auf moonsoul.de. Aber alles zu Bound for Glory exklusiv auf tnfans.de. Der Nummer 1 Partnerseite von Moonsoul. Wir hatten gar keine Moon-Talk Musikpause heute. Und alles. Richtig, keine Musikpause. 75 Minuten total nonstop Action. Talk. Toll, und zum Talk. Ja, vom Niveau her, auf dieser Stufe. Nee, drunter.
Nein. Wann gibt's eigentlich mal wieder eine neue Ausgabe? Von TNT. Ja. Wenn das mit der Technik klappt. Bei denen jetzt. Komisch, das ist ja auch genau die gleiche Voraussetzung, die es bei dem Moon Talk Rückkehrer gibt. Richtig. Der in der nächsten Ausgabe zum Cyber-Sunday-Tippspiel dabei sein. Du willst aber noch nicht verraten, nein, wer das ist. Cyber-Sunday, aber das ist ja ein reiner interaktiver Pay-Per-View, ne? Ja. Da kann ja jeder mitmachen eigentlich. Bei Cyber-Sunday. Du kannst mit abstimmen, wer in der Ausgabe vertreten sein soll. Das wäre mal der Hammer. Du bist der Einzige, der eine Stimme abgeben darf. Ich weiß schon, wen ich wähle. Darf ich sagen? Oder willst du raten, wen ich wählen würde? Du möchtest natürlich James Storm in der Ausgabe haben. JFK kennt mich... Es ist Wahnsinn. JFK kennt mich wirklich gut, muss ich sagen. Ich hätte fast gesagt The Cowboy, aber das lasse ich dann jetzt mal. Ja, hast du ja auch schon diese Ausgabe. Richtig, habe ich schon einmal gesagt in der Ausgabe, ne? Ich werde das heute noch mal als Klingeltonformat runter irgendwie aufzunehmen oder so, dann kann sich das jeder als SMS-Ton oder so einstellen auf dem Handy. Wenn Interesse ist, einfach mal im Moontalk-Thread angeben. Ja. Kostet nur 19 Cent. Ach so, ich möchte noch einen kleinen Hinweis loswerden. Und zwar gibt es derzeit die allererste Moontalk-Ausgabe vom 21. April 2003 exklusiv in diesem Thread. Und im Thread zur letzten Ausgabe. Und in der Signatur und überall, wo du irgendwie Geld verdienen kannst mit der ersten Ausgabe. Nur das ist so mickerig. Und wenn das klappt und dann irgendwie zum Erfolg führt, das Konzept, dann wird es natürlich auch weitere geben. Classic-Ausgaben? Natürlich. Richtig. Die absolute Classic-Ausgabe war natürlich das Debüt von mir bei Moon Talk. Das gibt's irgendwann vielleicht irgendwann auch mal. Den Rest könnt ihr euch sparen, obwohl man natürlich sagen muss... Das kann man dann mal Cyber-Sunday-mäßig interaktiv machen. Obwohl man natürlich sagen muss, dass JFK und Co. natürlich auch in den Anfangstagen von Moon Talk gute Arbeit geleistet haben. Ja, jetzt nicht so unbedingt, was die Soundqualität angeht. Das ist ja egal. Ich meine qualitativ jetzt. Also von der inhaltlichen Qualität. Wart ihr schon ganz vorne dabei. Ja. 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 Du möchtest schon wieder, du musst einfach mal auf das Bound for Glory Logo klicken. Das du. Geht ja nicht, das ist ja nicht. Ah, da bist du auch schon. Das ist ja nicht Seite. Clickable. Oh, bitte mach dieses He's back, he's back, he's Pac-Man Bonds. Pac-Man Bonds, the biggest event of the year. Fanfest Tickets. Ah, hier, guck mal. Wie? Tabellen. Ach, Sting heißt nicht mehr Stich, das ist ja komisch. Tabellen zum Spiel gibt's aber, die Steiner Brothers. Schon wieder Pac-Man Bonds hier. Kämpfe für das Recht des Spiels, ja, gibt's auch noch. Mit TNA-Sterne kämpfen für einen Schuss auf der TNA World Heavyweight Championship. Special Enforcer Eva Herrmann. Ja, wahrscheinlich. Knockouts Gauntlet und mehr Damen werden noch bekannt gegeben. Das ist ja ein richtiger Satz. Tabellen, ja, zum Spiel. Ja. Es muss ein Gewinner. Übrigens, das neue Videogame wird angeblich auch vorgestellt bei Bound for Glory beim Fanfest oder so. Also für neue Informationen einfach da mal reinschauen. Auf moonsault.de und auf tnfans.de alle Informationen zu Toll und zu Action Wrestling, WWE und allen weiteren liegen. Und weißt du, was ich zuletzt festgestellt habe? Nein. Euro Wrestling macht mehr Spaß als US Wrestling. Und mit diesem Zitat möchte ich mal die heutige Ausgabe beenden. Denk mal drüber nach. Mit welchem Zitat? Ich meine, wen hast du jetzt zitiert? Mich selber. Ich wollte mich gerade verabschieden, jetzt muss ich doch noch was sagen. Das ist doch nervig. Ja. das gleiche nochmal vorgeschlagen. Ich glaube, wenn Firefox 3.0 rauskommt, ne, ich glaube, dann kriegt man die gar nicht mehr vom PC weg. Arsch! Was? Das wurde da jetzt hingeschickt. Ja, ist doch egal. Gut. Das ist das Erste, was Don West sagt jetzt am Sonntag. Schön, nee, wollen wir jetzt echt mal hier Schluss machen? Ich meine, Born for Glory ist schon gleich und... Ich möchte noch einen Hinweis loswerden. Ja. Morgen
In Kutenholz. Geht keiner hin, weil alle sind bei der WWE in Köln. Nee, das ist ja nun mal Quatsch. Morgen trifft ja hier, wie heißt der? Cannonball Grizzly. Auf Chris the Bambi Killer Raber. An der Seite die äußerst liebenswerte Liz Austria, die natürlich ebenfalls am Ring sein wird. Zusätzlich sind noch weitere Kämpfe angekündigt. Ja. Unter anderem sind auch dabei Absolute Andy ist dabei, der GSW World Heavyweight Schwergewichtsweltmeister. Ja. Dann ist auch Pierre Lepresté dabei, der sein Debüt feiern wird. Genauso wie Michael Knight wird auch sein PWA-Debüt feiern. Es sind absolut Top-Leute bei der PWA dabei. Hätte ich nicht schon eine Karte für 160 Euro bei der WWE, hätte ich mich fast dazu überreden lassen, zur PWA zu fahren. Du bist doch geisteskrank, also. Wer mich morgen in Köln treffen will, der meldet sich bitte vorher an. Für die Kosten. Meine Güte. Richtig, um die Kosten wieder reinzukriegen. Das haben wir vorhin mal ausgerechnet. Du kannst dafür 40 Mal zur MWA gehen. Ja. Ja. Und Fabs ist da fast over, mehr over als Cena. Das stimmt aber wirklich. So, ich möchte jetzt, wie gesagt, wirklich die Ausgabe beenden mit dem Zitat: Euro-Wrestling macht mehr Spaß als US-Wrestling. Denkt mal drüber nach. Schon wieder. Tschüss. Tschüss. Ich habe mich jetzt nur von dir verabschiedet, ne? Achso, du sprichst nicht mehr mit mir. Ja, wenn ich jetzt schon wieder sprechen soll, dann muss ich ja schon wieder gleich Tschüss sagen. Was ist das denn für ein Mist? Ja, dann hört man sich bei der nächsten Ausgabe natürlich wieder. Richtig. Wenn es um No Mercy und Cyber Sunday geht. Ich möchte übrigens dann bei Cyber Sunday dabei sein. Ja, wie gesagt, morgen. Weil der so interaktiv ist. Kommt alle zur PWA. Nach Kutenholz. Oh, kommt besonders am 27. und 28. Seitdem, wenn ihr die Ausgabe erst morgen hört, also am Samstag, dann kommt bitte heute zur PWA, denn morgen ist da, glaube ich, nichts. Wenn ihr die Ausgabe Sonntag hört, dann schlaft aus. Richtig, wenn ihr ein 14,4 Modem habt, dann hört ihr das wahrscheinlich erst Dienstag oder so. Ja, und ich kann euch nur noch ganz kurz einen Tipp geben. Kommt am 27. und 28. Oktober zu Westside Extreme Wrestling nach Essen. Wenn es heißt Ares gegen Chris Hero. Ja, und die PWG ist am nächsten Tag. Richtig. Aber da können wir in der nächsten Ausgabe nochmal drauf eingehen. Richtig. Viel Spaß bei Bound for Glory. Eure Wrestling rockt mehr. Ciao, ciao. Tschüss.